Die Wall Street heute relativ freundlich vor den morgigen US-Inflationsdaten. Die werden erst die Entscheidung bringen. Deswegen werde ich jetzt in diesem Video mal die Gelegenheit nutzen, über etwas zu sprechen, worüber ich selten spreche, nämlich über unseren deutschen Leitindex DAX, der ja wundersamerweise sich sehr, sehr stark erholt hat. Jetzt genau dort steht, wo er vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs war. Man hat also, wenn man so will, den kompletten Ukraine-Krieg schon mal ausgepreist inzwischen und die Stimmung ist bullisch. Man ist optimistisch, dass die ganze Geschichte weitergeht. Es gibt vor allem zwei Gründe, die dafür ausschlaggebend sind, dass der DAX sich so stark erholen konnte. Aber schauen wir uns zunächst mal diesen Kursverlauf des DAX an. Der ist jetzt, wie gesagt, genau da, wo er kurz vor dem Ukraine-Krieg war. Da haben wir dann sofort ein Gap gemacht nach unten, als der Krieg ausgebrochen ist. Zu Recht, man wusste nicht, was da auf einen zukommt. Dann gingen wir kontinuierlich nach unten fallender Trend, aber dann eben Ausbruch aus diesem Abwärtstrend, aus dieser Wedge. Und das hat dann ziemlich geknallt. Im Grunde performt der DAX seit Anfang Oktober deutlich besser als die Wall Street, hier zum Beispiel als der S&P 500. Und dafür gibt es einerseits den Grund natürlich, dass ein Trend hin zu Value-Aktien zu beobachten ist. Deswegen sehen wir etwa in den USA den Dow Jones viel besser performen in den letzten Monaten als etwa den Tech-Index Nasdaq. Das kommt auch den DAX zugute, der ja bekanntermaßen nicht gerade tech-lastig ist. Viel Value-Werte sind da drin, also da konnte man von diesem Trend profitieren. Und es war jetzt dann vor allem die Lage der Energiepreise, dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns mal diese Headline an. Neues Jahreshoch am Vormittag seit dem Tagestief vom 30.12. Das ist ja nicht allzu lange her, also kurz vor Silvester, hat der DAX jetzt mal gut 1000 Punkte zugelegt. Das ging ziemlich zackig und einer der entscheidenden Gründe natürlich die Energiepreise. Die sind mit Beginn des Ukraine-Kriegs oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs 159% gestiegen, seitdem aber 182% gefallen. Dieser Chart sieht aus wie Ark Innovation von Cathie Wood, könnte man fast sagen. Und das ist kein Zufall, denn das, was auf der Oberseite übertreibt, tendiert dazu dann auf der Unterseite zu übertreiben. Ich aber gehe davon aus, dass wir dauerhaft hohe Energiepreise sehen werden. Die dürften bald wieder ansteigen, schon deshalb, weil Deutschland ja jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, Gas aus Russland zu beziehen. Nord Stream 1 ist in Luft aufgelöst oder in Wasser, genauer gesagt. Ja. Dementsprechend konnten wir ja unsere Gaslager in 2022 noch mit russischem Öl bis September füllen. Das fällt jetzt weg. Jetzt müssen wir Flüssiggas importieren. Da treten wir in Konkurrenz zu asiatischen Ländern, vor allem China. Das wird dauerhaft absehbar teurer werden. Dazu die unglaublich gelungene Energiewende, die zwar überhaupt nicht effektiv, aber sehr teuer ist. Das wird die Unternehmen hierzulande belasten, aus meiner Sicht, und zwar dauerhaft belasten. Und ein Faktor vielleicht hier: man hat wirklich den Ukraine-Krieg so ein bisschen komplett ausgepreist. Da wird also nichts mehr Negatives erwartet eigentlich, wenn man sich die Kurse anschaut. Aber vielleicht gibt es da auch noch schwarze Schwäne, zum Beispiel, dass Putin abgelöst wird durch russische Ultranationalisten, die immer kritischer werden angesichts des nicht so wirklich erfolgreichen Kriegsverlaufs in Russland. Keine Ahnung, ob das passiert, wie groß das Risiko dazu ist, aber auf jeden Fall ist alles, was mit dem Ukraine-Krieg verbunden ist, an Risiko eigentlich weitgehend ausgepreist. Auch das halte ich für ein bisschen voreilig. Und so ist die Stimmung optimistisch. Man geht davon aus, damit rechnet jeder Zweite inzwischen, dass der DAX deutlich höher zum Jahresende stehen wird als zu Jahresbeginn. Und damit wiederholt sich ein Muster: als die Kurse tief waren und alle pessimistisch, wollte keiner kaufen. Jetzt, wo die Kurse hoch sind, sind alle optimistisch und wollen wieder kaufen. Die Menschheit lernt nicht, die zeigt immer wieder dieselben Verhaltensmuster. Dementsprechend ist jetzt natürlich die Fallhöhe deutlich höher als etwa noch vor einigen Monaten. Und wenn wir uns das übergeordnete Bild beim DAX mal anschauen, dann war es vor allem Linde, die haben seit 2019, Anfang 2019 bis Ende 2022, dem DAX 1100 Punkte gebracht. Fast ein Drittel der gesamten Performance ist in diesem Zeitraum auf Linde letztendlich zurückzuführen gewesen. Linde verlässt ja in diesem Jahr die deutsche Börse, wird nur noch in den USA notiert sein. Die Loser werden angeführt von der großartigen Wirecard, dann Zalando, Delivery Hero und HelloFresh. Das waren die Belastungsfaktoren, aber Linde hat das alles locker outperformed, eben ein Value-Wert,
Das zeigt so ein bisschen das Muster. Und optimistisch für Deutschland, für Europa, für die Eurozone insgesamt wird jetzt auch die Wall Street, und zwar fast einhellig, könnte man sagen. Erstens sagt man sich, naja, aufgrund der wieder runtergekommenen Energiepreise wird vielleicht gar keine Rezession in Europa und Deutschland kommen oder wenn überhaupt nur eine ganz, ganz milde. Also da ist ein Stück weit die Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Und auf der anderen Seite sagt man sich, naja, die Fed hat vielleicht bald fertig mit den Zinsanhebungen. Die EZB möglicherweise noch eine längere Strecke vor sich, was die Zinsanhebungen betrifft. Deswegen wettet man sehr, sehr intensiv auf einen weiter steigenden Euro zum Dollar. Aber vielleicht sind die Dinge doch ein bisschen schwieriger, als die Märkte sich derzeit erhoffen und als in den Kursen des DAX eingepreist ist. Denn blicken wir mal auf den deutschen Anleihenmarkt, dann sehen wir hier die Zinskurve, 2- und 10-jährige Renditen, so invertiert wie seit über 30 Jahren, nicht mehr genauer gesagt wie seit den 1990er Jahren, also invertierter als Dotcom-Crash, invertierter vor allem auch als Finanzkrise. Und das heißt nichts anderes, als dass der Anleihenmarkt damit rechnet, dass die EZB früher oder später die Zinsen senken muss, weil eben die Rezession kommt. Das heißt, der Anleihemarkt, der deutsche Anleihemarkt ist hier viel weniger optimistisch als der deutsche Aktienmarkt. Und im Zweifel würde ich eher auf den Anleihemarkt als auf den Aktienmarkt hören. Also hier scheint also dieses Szenario, das jetzt auch die Wall Street spielt, dass da überhaupt nichts mehr Negatives kommt in Sachen Konjunktur, ein bisschen negiert zu werden. Und schauen wir uns mal German Manufacturing New Orders, neue Auftragseingänge innerhalb der Einkaufsmanager-Indizes an und vergleichen das mit dem Cargo-Aufkommen des Frankfurter Flughafens, der ja damit Abstand wichtigste in Deutschland ist. Hier ist das Cargo-Aufkommen im freien Fall. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich bald auch immer weniger Aufträge für die deutsche Wirtschaft sehen aus dem Ausland. Im Inland kommen dann die Probleme auch am Immobilienmarkt noch dazu, der ganz schön absäuft. Ich hatte hier, wann war es, vorgestern oder irgendwie so, einen Artikel darüber verfasst, dass das Transaktionsvolumen am deutschen Immobilienmarkt sich halbiert hat im Vergleich zum ein Durchschnitt der letzten 5 Jahre im vierten Quartal 2022. Also da ist durchaus auch, wie in den USA, ein Bremsfaktor in Gestalt des Immobilienmarktes der Fall. Gucken wir mal auf die Saisonalität des DAX. Normalerweise wird die dann so ab Mitte März sehr positiv, weil eben alle auf die Dividende spekulieren. Bis dahin wird es schwierig. Eigentlich sind wir saisonal in der schlechtesten Phase des Jahres, könnte man sagen, aber das interessiert derzeit keinen. Wenn wir uns mal die charttechnische Ausgangslage anschauen, sehen wir, wir haben schon einen, naja, gut überkauften RSI, also man kann sagen, der DAX ist überkauft auf jeden Fall. Wir sehen hier eine negative Divergenz. Das sieht nicht so encouraging aus, wie hier ein Amerikaner schreibt, aber hier auch ein relativierender Kommentar, der sagt, naja, aber solange der DAX die Sell Zone nicht getriggert hat, also die Verkaufszone, kann es auch sein, dass solche negativen Divergenzen abgebaut werden durch so eine Konsolidierung, so eine Seitwärtsbewegung. Auch das ist durchaus möglich, kann man nicht komplett von der Hand weisen. Aber insgesamt sehen wir ja, dass Deutschland, dass der DAX in einem Umfeld einer rigideren Geldpolitik jetzt agiert. Wir haben in letzter Zeit immer wieder in den letzten Tagen Aussagen von EZB-Mitgliedern wie Schnabel, wie Centeno der Portugiese, wie Rehn der Finne, die sagen, ja, die Zinsen müssen noch deutlich steigen. Also der DAX steigt in einem Umfeld deutlich steigender Zinsen. Hier übrigens unten die Erwartung der FED in Sachen Inflation. Man geht davon aus, dass Ende 2023 die Inflation bei 3% liegen wird. Schauen wir mal. Jedenfalls sehen wir das, was man als Lohnpreisspirale sieht, schon bereits wirken, wie hier Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, zeigt. Anstieg hat sich auf fast 5% beschleunigt. Die sogenannten Zweitrundeneffekte sind längst Realität. Das ist auch das, was Lane, der Chefvolkswirt der EZB, kürzlich gesagt hat. Naja, die Löhne werden letztendlich den Preissteigerungen folgen, weil sonst die Leute eben zu starke Kaufkraftverluste erleben. Das lassen sie sich nicht gefallen. Deswegen gibt es Druck auf die Löhne. Das wird die Inflation dauerhaft hochhalten. Ich erwarte, dass wir in Europa, in der Eurozone, deutlich mehr Probleme haben mit der Inflation, was die Dauer dieser Inflation betrifft, als die Amerikaner. Aber anderes Thema. Gehen wir
Nochmal hier zur EZB zurück, dann sehen wir, die EZB reduziert ihre Bilanzsumme schon ziemlich deutlich. Nicht nur, dass sie also die Zinsen anhebt, sondern sie reduziert auch die Bilanzsumme. Unterm Strich heißt das nichts anderes, als dass Liquidität sich verringert. Und wann steigern der Kurse normalerweise, wenn der Liquidität üppig ist? Und wenn nicht, wenn die Liquidität entzogen wird, dann ist das ein klarer Gegenwind für die Aktienmärkte. Es ist, wie Warren Buffett mal gesagt hat, in der Flut. Die Flut hebt alle Boote, aber wenn dann die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose unterwegs war. Schauen wir uns mal den DAX an, meine Damen und Herren, in diesem Chart von Capital.com. Hier sehen wir diese massiven Anstiege, kommen jetzt in diese Widerstandszone, das war der Unterstützungsbereich, wenn man so will, von Sommer bis Ende des Jahres 2022. Jetzt wird die Luft deutlich dünner. Ich würde das jetzt noch nicht kaufen oder nicht kaufen mehr, den DAX. Ich würde ihn auch noch nicht verkaufen. Dazu brauche ich erstmal ein paar Schwächesignale. Aber so langsam juckt es mich doch in den Fingern, muss ich zugeben. Und kurzfristig wird natürlich vieles davon abhängen, wie jetzt die Inflation sich entwickeln wird. Morgen ja die Daten, der große CPI-Bericht, auf den alle warten. Hier ein Twitter-Kommentar, der sagt, naja, wir hangeln uns letztendlich von FED-Sitzungen zum CPI-Bericht, also zu den Inflationsdaten, und von den Inflationsdaten zum FED-Bericht. Das zeigte, dass man eben sehr, sehr von dieser Liquidität abhängig ist, vor allem auf diese Liquidität starrt. Das ist ein entscheidender Faktor. Es gibt Indikationen, wie hier JP Morgan nochmal zeigte, dass wir morgen eine Überraschung auf der Unterseite bekommen könnten. Das scheint so ein bisschen langsam sich als Konsens heraus zu entwickeln. Und wir sehen ja immer wieder, hier verweise ich auf einen Kommentar bei Finanzmarktwelt, den ich sehr, sehr stark fand. Wir sehen immer wieder diese Fed-Pivot-Rallies. Und das zwingt die Fed eben letztendlich dazu, länger und stärker die Zinsen anzuheben, als sie es sonst müsste. Und die Gefahr, dass dabei etwas kaputt geht, ist deutlich höher. Und jetzt, das ist eben dieser Grundwiderspruch, den ich eigentlich dieser rein bullischen These attestieren muss. Wenn es nicht zu einer Rezession kommt, dann wird die Fed die Zinsen nicht senken. Dementsprechend wird Liquidität ein Thema sein. Wenn es doch zu einer Rezession kommt, dann werden die Gewinne der Unternehmen schlechter und die Margen der Unternehmen schlechter. Das ist eigentlich ein Lose-Lose-Szenario. Haben wir ein Soft Landing? Hat die Fed keinerlei Veranlassung, die Zinsen wieder zu senken, was die Märkte aber bereits eingepreist haben? Wenn es zu einer heftigeren Rezession kommt, die die Märkte nicht eingepreist haben, ist das auch ein Gegenwind für die Aktienmärkte. Also das wird ein interessantes Umfeld. Man muss unterscheiden zwischen Traden und Investieren. Und solange die Fed nicht wirklich umsteuert, und zwar nicht umsteuert, weil eine extrem üble Situation eingetreten ist, etwa mit der Konjunktur, sollte man da durchaus vorsichtig bleiben. Denn die Fed will letztendlich, dass die Aktienmärkte nicht weiter steigen. Sie will einen Controlled Burn of Stocks erreichen. Also man will natürlich nicht einen totalen Crash und Panik an den Märkten erzeugen. Man will aber versuchen, qua Rhetorik, qua Zinsanhebungen, qua Bilanzreduzierung, eben die Aktienkurse einigermaßen im Griff zu behalten, um dann das Inflationsziel von 2% erreichen zu können. Und kurzer Ausblick nochmal auf das, was morgen uns erwartet. Wenn wir uns mal die letzten Berichte anschauen, die letzten CPI-Berichte, also die Inflationszahlen, dann sehen wir, von den letzten 5 Malen waren 4 positiv. Einmal 2% gestiegen, einmal 2,6%, einmal 5,5% gestiegen. Dann allerdings am 13.09., als die Zahl höher war als erwartet, sind wir auch mal gute 4% gefallen. Also dementsprechend ist da morgen wirklich Action zu erwarten. Diesen Zusammenhang, meine Damen und Herren, dass die Fed die Zinsen nicht senken will, die Märkte aber sagen, doch, das wirst du tun, denn es wird eine Rezession kommen. Die Fed ist aggressiver geworden, weil Anleger nicht auf ihre Warnungen hören. Diesen Artikel möchte ich Ihnen empfehlen. Die Märkte haben komplett Zinssenkungen eingepreist auf vielen Fronten. Das ist der erste Artikel, den ich Ihnen empfehlen möchte. Und der zweite, den hatte ich schon mal in einem Videoausblick empfohlen, passt aber jetzt hervorragend zu diesem Kontext, warum der DAX eigentlich stärker ist als die US-Indizes. Ein Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller, extrem lesenswert. Also zwei Artikelempfehlungen. Wir sehen uns morgen hoffentlich zum Videoausblick. Ich sage Servus, ciao.